Was ist die älteste Automarke der Welt? Eins nehme ich schon mal vorweg. Mercedes-Benz ist es nicht. Platz 3 teilen sich drei Marken, die alle schon seit 1903 Autos bauen. Cadillac, Ford und Vauxhall. Ford und Cadillac wurden übrigens beide von Henry Ford gegründet. Platz 2 geht bis ins Jahr 1899 zurück und wird sich wieder von drei Marken geteilt. Opel, Renault und Fiat. Wisst ihr eigentlich, wann und von wem das älteste Auto der Welt erfunden wurde? Und damit kommen wir auch schon zu Platz 1, dessen erstes Auto bereits 1891 gebaut wurde. Ich spreche vom 2 PS starken Typ 3 der Marke Peugeot.